Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu einer ganz besonderen Episode unserer Filmpodcast. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite der Paul. Hallo Paul. Grüßt euch, hallo. Ja, Experten wissen, wenn Paul und ich was besprechen, dann ist es immer etwas ganz Besonderes. Es ist auch in diesem Falle so, denn wir haben ein paar Kurzfilme des Unified Filmmakers Festival 2021 gesehen. Hui. Ja. Ne? Toll. Jetzt ist es ja meistens so, dass wir Filme vorab sehen können. Das war in dem Fall auch der Fall. Allerdings könnt ihr jetzt die Filme auch noch sehen. Und zwar könnt ihr auf der Webseite des Filmfestivals unifiedfilmmakers.com vom 1. bis 31. Mai alle Kurzfilme angucken. Könnt ihr auch auf YouTube machen. Und diese dann bewerten. Und dann beim Filmfest München werden die bestbewertetsten Filme doch mal einzeln vorgestellt und können einen Preis oder Preise gewinnen. Fein, oder? Richtig, genau. Man muss dazu sagen, es ist ein Kurzfilmwettbewerb und die gibt es auf der Website zumindest alle kostenlos anzuschauen. Also da kann man sich mal durchklicken. Wir haben ja dann hier auch so ein paar im Gepäck, die wir vorstellen und die wir jetzt selber gesehen haben. Wir haben ganz schön viele Filme geschaut für dieses Special, oder Stu? Also wirklich. Also wenn das Spielfilme wären, wäre das hui. Aber es waren halt nur Kurzfilme. Deswegen ging das relativ rasch. Und nein, wir haben nicht alle geschaut. Dafür waren es dann doch wirklich zu viele. Ich glaube, es sind so um die 70 Stück, ja. Oder? Ja. Ne? Und die haben halt so eine Laufzeit, so, ich glaube, der kürzeste geht, glaube ich, 3 Minuten, der längste geht so knapp eine halbe Stunde. Deswegen tut uns leid, das haben wir dann doch auch nicht geschafft. Wir haben, hattest du irgendwie so eine Taktik oder Methodik, wie du die Filme ausgesucht hast, oder bist du einfach gesagt, so ene mene mu, du bist es? Ich habe mir geguckt, also wir haben ja hier ganz verschiedene Länder vertreten, die eben zu einem bestimmten Thema, das Festival steht ja unter einem bestimmten Thema, auf das wir auch noch zu sprechen kommen, verschiedene Länder zu diesem Thema eben was gemacht haben, und ich habe nämlich quasi, ich habe so ein bisschen nach Länder raussortiert. Ich habe mir geguckt, ach, ein Film aus Südafrika, den gucke ich mir an. Ein Film aus Japan, den gucke ich mir auch an. So ein bisschen bin ich durchgegangen. Und dann gibt's noch, weil du gerade sagtest, 2 bis 3 Minuten. Es gibt ja 2 Kategorien. Es gibt einmal diese Kurzfilme, die sind bis 5 Minuten. Und dann gibt's die Kurzfilme 5 bis 20 Minuten. Und da habe ich dann auch so geguckt, okay, jetzt habe ich gerade mal noch so, was weiß ich, eine Viertelstunde Zeit oder so, gucke ich nochmal dort in das Festival rein, was gibt's da noch so für Filme, welche Filme passen da, also auch die Laufzeit hat da manchmal noch eine kleine Rolle gespielt. Man konnte oder kann auch die Filme kategorisieren nach Genre, also es gibt Thriller, es gibt Komödie, es gibt Drama, es gibt auch Experimentalfilme, es gibt Filme mit LGBTQ, heißt es richtig, also mit homosexuellen Inhalten, das gibt's auch, oder Thematiken eher gesagt. Und es ist eine große, große und sehr schöne Bandbreite. Und ich glaube tatsächlich, dass ich selbst jetzt nach der Beendigung des Casts vielleicht den nächsten Tagen auch nochmal den einen oder anderen Film nachhole. Denn man, wie gesagt, ja schon, man kann auch voten und man hat 3 Stimmen und ich habe bereits 2 abgegeben und muss jetzt nochmal eine 3. verteilen. Und da bin ich mal gespannt. Wer bekommt die 3. Stimme? Ja, ich hab tatsächlich noch keine gewotet, weil ja, mir geht's auch so ein bisschen, ich werde wahrscheinlich auch noch das ein oder andere mal reinschauen, weil wie gesagt, das sind halt mal 5 Minuten oder mal eben dann in anderen Fällen auch mal 10 oder 15 Minuten, aber das kann man sich halt eben immer mal gut angucken, wenn man gerade nur so ein bisschen Zeit hat und sich gerade noch mal so ein bisschen was anschauen will. Ich spare mir die noch. Ja, ich will noch kurz erwähnen, ich habe mir hauptsächlich Filme aus Deutschland angeguckt, weil du mir jetzt schon gesagt hast, dass du halt wirklich international gehst. Da habe ich gesagt, gut, dann bleib ich halt eben in der Heimat und habe, glaube ich, wirklich bis auf 2 Ausnahmen nur deutsche Filme geguckt. Und ich würde sagen, das Vorgeplänkel ist jetzt hiermit vorbei. Wollen wir noch sagen, was das Thema ist? Ach ja, stimmt, das Thema. Ja, Frage. Welches Thema war im Jahre 2020 und ist aktuell im Jahre 2021 omnipräsent? Ihr habt 5 Sekunden Überlegungszeit. Und jetzt bräuchte ich bitte eine Antwort. Paul, was tippst Ach, von du? Welches mir? Thema ist es? Ich weiß nicht. Waldbrand?
Richtig, es ist natürlich Covid-19, auch bekannt als Corona, auch bekannt als die Pandemie. Ja, und ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ich das Thema gelesen habe, habe ich so gemerkt in meinem Kopf, oh, ernsthaft? Ja, ging mir auch. Ein Filmfestival auch. Nur zu diesem Thema. Oh. Aber ich muss, ja, aber genau, also das aber, ich hatte genau denselben Gedankengang, dachte so, ach Leute, also es ist zwar ein wichtiges Thema und es ist halt ein aktuelles Thema, aber muss ich mir jetzt wirklich hier irgendwie 10 Kurzfilme angucken, die nur diese eine Thematik haben? Ich muss aber sagen, dass es unglaublich abwechslungsreich war, weil du hattest mal was Komisches, mal was Ernstes, mal was Verspieltes, mal was Experimentelles und deswegen fand ich das gar nicht so schlimm. Ja, ich auch. Also ich war dann auch so, also wir haben ja, was weiß ich, wir haben hier Science-Fiction-Filme, wir haben Animationsfilme, wir haben Komödien, wir haben Dramen, also das war dann so breit und bunt gefächert und auch immer ein anderes Unterthema, sag ich mal. Also klar hat das irgendwie alles mit der Pandemie zu tun, aber immer mit einem anderen Effekt. Was hat das für einen Effekt auf die Leute oder auf die Leute? Was hat das für Auswirkungen darauf? Und das waren einfach so viele unterschiedliche Blickwinkel, die man eben auch jetzt in seinem Alltag überhaupt nicht hat, aber hier schön in kurzer Form präsentiert bekommt und auch nochmal zeigt, was das wirklich für eine riesige globale Sache ist, dass wir hier wirklich aus ja fast allen Winkeln der Welt kleine Kurzfilme zusammen haben. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, die Filme vorzustellen, die wir gesehen haben. Bei mir sind es 10 und bei dir sind es 12, ne? Ja, ungefähr, ja. 2 haben wir auch beide gesehen. Ja. Die würde ich dann gerne dann zum Schluss besprechen. Ja, wir müssen ja auch vielleicht nicht alle mal sehen. Wir werfen uns einfach ein bisschen den Ball zu und dann gucken wir mal. Ja, das wird schon, ne? Okay. Ich würde sagen, Paul, fang mal an. Okay, dann fange ich mit einem Film an aus Portugal. Der heißt Time to be a Boy, geht 3 Minuten und 27 Sekunden. Ja, einfach so eine kurze Begegnung mit jemandem, mit einem Mann, der irgendwie durch die Pandemie auch zu sich gefunden hat, nenne ich es mal. Es ist so ein bisschen irgendwie so Erinnerung an eine Zeit davor, dann die Lehre, die er jetzt auch wegen Quarantäne und so weiter erfahren hat und irgendwie kommt dann durch, dass er durch die Pandemie, keine Ahnung, er wieder ein Junge sein konnte, dass irgendwie auch dadurch Verantwortungen abgefallen sind oder ja, dass irgendwie er das Gefühl hatte, dass er somit befreit wurde, in Anführungszeichen. Die Sache ist sehr schön fotografiert, wirkt teilweise wie so ein kleiner Vlog, also wie so ein kleines Videotagebuch. Und ja, es geht so ein bisschen darum, die kleinen Dinge zu schätzen. Und hat er dir gefallen? Das ist immer so, also 3 Minuten 27, die gucken sich halt ganz schnell weg. Es ist aber... Warte, ich stelle die Frage anders. Hatte der Film Längen? Nein, er hatte für mich keine großen Längen. Er hat sich jetzt nicht angefühlt wie 5 Minuten, sondern schon wie 3 Minuten 30. Aber ich muss auch sagen, dass es für mich der ist, der mir wahrscheinlich mit am wenigsten so jetzt noch in Erinnerung geblieben ist oder der den wenigsten Impact jetzt so auf mich hatte. Okay, gut. Dann mache ich mal weiter mit meinem ersten Film aus Deutschland namens Nap bzw. Mittagsschlaf. Den würde ich mehr so kategorisieren in die Sparte Experimentalfilm. Wir sehen eigentlich in Schwarz-Weiß ein leeres Zimmer, während draußen die Kirchenglocken läuten und in diesem leeren Zimmer liegt eine Matratze und unter dieser auf der Matratze unter der Bettdecke liegt eine Person, die sich in diesen knapp 5 Minuten dann nach und nach bewegt und zwar unter die Matratze bzw. unter das Spannbetttuch. War nicht meins, will ich ehrlich sein. Das ist natürlich was hat schon eine ziemlich klare Symbolaussage, also Symbolkraft, aber das war mein erster Kurzfilm, den ich gesehen habe in diesem Unified Filmmakers Festival. Und da dachte ich mir schon, oh Gott, wenn das so weitergeht, dann wird das echt für mich nichts. Aber wärst du am liebsten unter deine Bettdecke gekrochen? Ja, so ungefähr. Wie gesagt, da steckt was hinter Mittagsschlaf, ganz klar. Aber mir war das ja zu aufgesetzt. Das war halt so ein Film, der dir halt entgegenschreit, ich bin Kunst, ich habe eine Aussage. Ist nicht meins, aber wie gesagt, der geht halt nicht mal 5 Minuten, deswegen tat es jetzt auch nicht weh und ich glaube, die Intention der Filmemacherin war da auch schon gegeben und wichtig, von daher bin ich diesem Film nicht böse, aber wie heißt es im Englischen, not my cup of tea,
So, du bist dran vor. Das ist ja auch das Schöne, also gerade bei Kurzfilmen, da kann man auch mal 4 oder 5 Minuten das angucken, was jetzt vielleicht nicht den Geschmack trifft oder so. Das tut dann nicht so weh, wie wenn man sich jetzt in einen 1,5 Stunden Film oder so reinsteigt, wo man dann merkt, Ja, nur, das ah nee, stimmt. eigentlich bin ich hier falsch. Ja, das stimmt. Gut, dann fange ich mal oder mache ich mal mit einem Film weiter, der für mich wahrscheinlich mit einer der schwersten Thematiken und bedrückenden ja, Thematiken hatte, nämlich Le Fou, The Funeral aus Südafrika, also die Beerdigung. Und es war auch noch der längste, glaube ich, den ich mitgesehen habe. Der ging an die 10 Minuten. Ja, und es geht im Grunde genau darum, was der Titel auch sagt. Ein Mann hat seine Mutter verloren und es ist wie so ein, eben ein Erfahrungsbericht, der eben auf doppelte Weise so vielleicht für uns hier ein bisschen spannender ist. Erstens, wie findet so eine Beerdigung überhaupt während Corona statt? Und zweitens, wie sieht eine Beerdigung überhaupt in Südafrika oder so aus? Oder wie geht man denn damit um mit den Einschränkungen? Und das ist, keine Ahnung, dass man nicht alle Rituale abgehen kann, war für mich, ich glaube, das war einer der ersten, die ich gesehen habe, und da habe ich noch gedacht, oh, das geht jetzt wirklich in diese Richtung, dass wir hier wirklich in fast jedem Kurzfilm hier schweren und bedrückenden Stoff geboten bekommen. Das ist auch wichtig, denke ich, und der Kurzfilm hat definitiv seine Berechtigung. Aber ich war dann froh, dass es auch dann mit anderen Kurzfilmen dann wieder etwas aufmunternder und etwas, ja, hoffnungsvoller oder so wurde. Trotzdem kann man sich mal angucken, aber da, wie gesagt, sei gewarnt, das ist ein bisschen, das ist nicht so locker und einfach vielleicht anzuschauen. Klingt aber zumindest für mich nach einem wichtigen Film. Ja, ich denke auch. Ja. Okay, ich mache weiter mit Salidas, eine Art Tanzfilm. Das wusste ich vorher aber nicht. Ich habe da einfach draufgeklickt und mir den angeguckt. Und wer mich kennt, weiß, dass ich mit Musik und Tanzfilm nicht so wirklich was anfangen kann. Und deswegen würde ich jetzt auch gar nicht jetzt sagen, dass ich diesen Film in irgendeiner Art bewerten möchte. Auch hier sei gesagt, not my cup of tea. Aber was ich dem Film geben kann, ich fand, der war wirklich dafür, dass er wahrscheinlich nicht das Megabudget hatte, echt gut produziert. Und das haben die Macher auch Einsatz gezeigt. Deswegen möchte ich jetzt auch hier nicht mehr über Salida sagen. Hast du auch Kurzfilme geguckt, die deinem Cup of Tea entsprechen? Ja, ich arbeite mich tatsächlich jetzt nach oben. Also ich habe tatsächlich drei, die ich richtig gut fand. Die haben auch meine Stimme bekommen. Also zwei Oh, davon okay. zumindest. Ja gut, also Ja. bei mir ist es auch so ein bisschen ähnlich. Ich habe jetzt auch die so ganz grob geordnet, so zumindest nach meinem Empfinden. Also komm mal auch, je weiter wir jetzt reden, desto besser oder desto eindrucksvoller werden sie auch für mich. Es sei denn, ich habe jetzt hier noch irgendwas verloren. Verloren. Ja, egal. Ich mache weiter mit einem Film aus der Ukraine. Der heißt Second Wave. Und geht 5 Minuten und da ist die Herangehensweise quasi, man hangelt sich so ein bisschen an dem Begriff der Welle entlang. Also hier, ja, Welle, was wir jetzt auch schon genug aus Nachrichten und so weiter kennen, und bringt die aber so ein bisschen mit anderen Sachen in Verbindung, eben mit Schifffahrt zum Beispiel. Und es wirkt so ein bisschen, ja, wie metaphorisch oder wie so ein Erklärvideo für Schifffans. Von wegen, wenn man einen Ball ins Wasser fallen lässt und zeigt, wie er sich bewegt und das eben übertragen auf das Virus, unterlegt ist das Ganze dann mit Voice-Overn zum Coronavirus oder zur aktuellen Situation und auch noch irgendwie verwoben mit ja, einer familiären Geschichte und das alles in 5 Minuten, dass ich mir am Ende gedacht habe, huch, wie hat man das denn jetzt alles geschafft, hier reinzupacken? Aber ich fand ihn gut. Also ich fand den, weil es eben auch mal nicht. Klar, in den meisten Filmen hier sieht man Menschen mit Masken oder sieht man eben, also die wird dieses Bild oder dieses Bild des Virus wird dir immer wieder hier bildlich auf den Bildschirm gebracht. Aber in dem Fall war es eben mal so, dass du mal Schiffe gesehen hast und das war einfach mal eine tolle Abwechslung. Ja, okay. Okay, gut. Dann bin ich dran. Ich habe einen weiteren Film. Particles. Ein Tanzfilm. Warum habe ich eigentlich keinen einzigen Tanzfilm gesehen? Und warum hast du die alle Ja, gesehen?
Es tut mir leid, ich kann dir die Frage nicht beantworten. Ich fand den aber tatsächlich sehr schön. Also der spielt halt unter so einer Brücke. Ich glaube sogar, dass der in Köln oder in der Kölner Umgebung gedreht worden ist, also in meiner Heimat. Natürlich ein Bonuspunkt. Und der spielt halt mit Gesang, mit Tanz, aber auch mit Projektionen. Und da gibt es ein paar sehr schöne Einstellungen bzw. Szenen, weswegen ich da wesentlich mehr Freude dran hatte, den zu gucken als diesen Salidas. Auch da muss ich aber sagen, Particles, ich will dazu jetzt nicht mehr sagen, weil es ist einfach nicht meine Art von Film. Aber auch da, Shoutout an die Macher, die haben sich da echt wirklich Mühe gegeben. Und wer auf sowas steht, sollte da einen Blick riskieren. Also auch du, lieber Paul, guck dir Particles an. Ich glaube, der könnte dir echt zusagen. Ich finde es gerade gut, dass wir keine Punkte vergeben. Sonst würden wir Nee, jetzt muss nicht sein. nur mit Nee. Zahlen zuwerfen. Nein, also ich finde diese punktuelle Bewertung bin ich hier eh kein Fan von. Und gerade bei solchen Kurzfilmen finde ich das ein bisschen affig. Dann jetzt zu sagen, ja, Ja, dieser 3-Minuten-Film hat 3,5 Punkte und na nee. Also ich finde es ja auch, ich finde sowieso, jeder, der da es geschafft hat in diese Vorauswahl, dem gebührt erstmal Respekt, alleine, dass sie den Film gemacht haben. Weil da ja eben oft keine Filmförderung oder irgendwelche großen Namen dahinter stecken, sondern sie sind halt echt junge Filmemacher, Filmemacherinnen, teilweise aus dem Hobbybereich, teilweise gerade wahrscheinlich frisch von der Uni oder noch an der Uni. Und das finde ich, also das, ich habe jedem, der da am Film abgeliefert hat, habe ich Hochachtung und Respekt, weil das ist nicht einfach, glaube ich. Und deswegen kann ich da auch nur, sage ich mal, applaudieren, dass sie das geleistet haben oder das gemacht haben. Und da jetzt mich hinzustellen und zu sagen, ja, der Film war okay, aber das und das hat mir nicht gefallen, 3,5 Punkte von 5, nee, muss nicht sein. das ist auch so schön, weil das ist auch nochmal so ein, dieser Unterschied eben zwischen, also manche, die wirken hier schon echt professionell und echt auch mit einem, also mit dem künstlerischen Anspruch, die sind, und andere sind in Anführungszeichen einfacher, aber nicht minder aussagekräftig oder auch, ja, nicht minder unterhaltsam oder so. Und das finde ich auch ein ganz tolles, ja, eine ganz tolle Vielfalt. Ja, also das muss man sagen, der Facettenreichtum von diesem Unified Filmmakers Festival ist wirklich erstaunlich groß. Definitiv, ja. Gut. Aber gut, Paul, du bist dran. Ja, ich habe jetzt einen ganz, ganz kurzen, bei dem wahrscheinlich die Besprechung jetzt länger dauern wird als der Film. Mal sehen. Der geht 1 Minute 30, ist aus Japan und heißt The Morning Routine. Und es wird die Morgenroutine einer Pflegekraft quasi gezeigt. Eines Vaters, der in der Pflege arbeitet und eben seine Familie nicht sehen können, weil er auf der, also wahrscheinlich auf der Corona-Pflegestation oder so arbeitet und deswegen auch zwecks Quarantäne und so nicht mit seiner Familie in Kontakt kommen darf. Das ist aus meiner Sicht schon so, also sehr professioneller, weil es wirkt fast wie so ein kleiner Werbefilm, beziehungsweise am Ende wird auch deutlich, das ist so eine Danksagung quasi an die Pflegekräfte oder an die, überhaupt an diejenigen, die jetzt eben auf Corona-Stationen und so weiter arbeiten und da auch ja ihr Leben irgendwie ja riskieren und dafür auch noch Abstriche machen können, indem sie zum Beispiel ihre Familie und so weiter nicht sehen müssen. Ist eher so ein kleiner Imagefilm, wirkt's auf mich, hat auch keine großen Dialoge und nix, aber ja, stellt das Thema nochmal schön dar und zeigt nochmal so das Aufopferungsvolle. Genau. Gut, ich mache weiter mit einem Film, der heißt Knockdown. Ist, glaube ich, der mit einer der längsten, die ich geguckt habe, glaube ich. Der ging, glaube ich, so 10, 11, 12 Minuten. Und es geht darum, dass jemand vom Supermarkt K.O. gehauen wird. Und dann sehen wir halt, wie er 4 Jahre später mit einem Hund und einer Gasmaske durch die Corona-verseuchte Welt läuft und wie er Off-Kommentar halt erzählt, wie dein Leben so ist und wie wichtig ein Hund ist, etc. pp. Ist inhaltlich, finde ich, eher schwach. Muss aber sagen, dass der inszenatorisch dafür, dass sie, glaube ich, echt null Budget hatten, wirklich gut aussieht. Wirkt so ein bisschen wie, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber wie die geschwedete Version von I Am Legend. Runtergekürzt auf so 10 Minuten. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist das Ergebnis durchaus beachtlich. Und ich glaube, dass diejenigen, die da
mitgearbeitet haben, durchaus sich da empfehlen für andere Filme, also mal größere Projekte vielleicht zu machen. Deswegen Shoutout an Knockdown von meiner Seite. Das war auch ein Deutscher, ne? Ich glaube, in den hatte ich reingeguckt, aber den hatte ich dann, da habe ich dann weitergeklickt. Ja, es ist auch ein Deutscher, aber keine Angst, jetzt bist du dran und danach kommt ein Film von mir, der nicht aus Deutschland kommt. So. Das nennt man Teaser. Dann, ja, ich habe hier eben einen drauf stehen, mit dem weiß ich nicht so richtig, wie ich mit dem umgehen soll. Denn seltsamerweise finde ich den nicht auf der Website. Wir hatten ja beim Telestammtisch das Privileg, vorab schon die Filme sehen zu können. Und da gab es so eine Seite, wo wir eben in die verschiedensten Filme reinschauen konnten. Und da war Zoom on Circus unter anderem dabei. Und den habe ich jetzt aber nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob der auf der Website fehlt, ob er disqualifiziert wurde, wobei ich mir nicht vorstellen könnte, warum. Oder weil den fand ich nämlich auch gut. Und ich rede jetzt trotzdem kurz drüber. Vielleicht war ich auch einfach nur blind und habe ihn auf der Seite nicht gefunden. Also wenn der euch interessiert, vielleicht guckt ihr selber mal nach und er taucht doch auf der Website auf. Es geht nämlich um, also im Grunde sieht man Zoom-Konferenzen und es geht darum, was machen Zirkusleute in der Pandemie? Also was machen Artisten, was machen Clowns und so weiter? Was tun die jetzt? Ich meine, die leben ja trotzdem weiter und können ja keine Zirkusvorstellungen und so weiter vorführen. Und erzählen wir das Ganze in Interviewsequenzen. Die Zirkusleute zeigen ihre Umstände, die zeigen, wie jetzt Artisten trainieren oder ja, wie das Ganze jetzt auch mit ihrem Familienleben irgendwie funktioniert. Und der hat mir eingefallen, weil der eben mal so eine trotzdem eine gute Laune versprüht und auch irgendwie so ein bisschen Zirkusfeeling oder zumindest dieses Heitere auch ein bisschen aufleben lässt. Es war ein bisschen was zum Grinsen. Also das war wirklich ein Kurzfilm, der mich eben mal so ein bisschen unterhalten oder der halt mal rausgestochen ist, weil er eben nicht nur bedrückend war. Klingt echt interessant. Also vor allem halt von der Grundidee, was macht eigentlich so ein Zirkus? Ja, das habe ich mir halt auch. Also ich habe da noch nie drüber nachgedacht, weil irgendwie, keine Ahnung, das ist so ein Thema. Ich bin nicht so oft in Berührung mit einem Zirkus oder so. Und das jetzt hier, und das meinte ich vorhin mit verschiedenen Blickwinkeln. Du hast jetzt halt mal den Blickwinkel von Zirkusleuten, die halt sich schon Gedanken machen, ja, wie machen wir was machen wir vielleicht auch nach Corona? Wie können wir jetzt üben? Wie können wir Geld verdienen? Wie kommen wir zurecht? War interessant, ja. Gut, dann mache ich mal weiter mit einem Film aus Australien. Ha, nicht nur Deutschland, auch ein bisschen im Ausland unterwegs. Der Film heißt Self-Isolation und geht so um die 5 Minuten. Und im Prinzip sehen wir einfach nur, wie eine junge Frau, ich glaube, der Name der Darstellerin war irgendwie Grace Davison, die kam mir irgendwo bekannt vor, aber ich habe jetzt nichts gefunden. Also kennst du das, wenn man irgendwie jemanden sieht und denkt sich so, ich kenne den irgendwoher, aber nee, kennst du nicht. Hatte ich dann auch noch, aber dazu komme ich dann gleich. Okay. Ja, und im Prinzip geht's halt darum, sie hockt in ihrer Wohnung und versucht halt irgendwie die Zeit zu hinter sich zu bringen. Und sie wird nicht wahnsinnig, das ist jetzt nicht. Das ist eher ein komischer Film, aber sie sucht halt immer wieder irgendwie Dinge, die sie halt beschäftigt. Und wenn es halt nur darum ist, dass sie die Polizei anruft, weil ihre Nachbarn irgendwie seit 3 Tagen nicht mehr gestritten haben. Und das ist, also eigentlich ist es total banal, was da passiert. Und es passiert auch nicht viel. Aber diese Darstellerin, diese Grace Davison, ich weiß nicht warum, aber ich habe dir einfach 5 Minuten gerne zugeschaut. Und jetzt merke ich gerade, dass es irgendwie ziemlich creepy klingt. Deswegen sage ich am besten nichts weiter. Self-Isolation ist kein besonderer Film, aber irgendwie hat er mich halt 5 Minuten gut unterhalten. Bitte jetzt du, Paul. Danke. Okay, ich habe kurze Frage. Wie viele Filme hast du jetzt noch auf der Liste stehen? Ich habe jetzt noch 3, die nur ich gesehen habe und 2, die wir beide gesehen haben. Perfekt, dann habe ich das jetzt auch so gemacht. Ich habe jetzt auch hier 5 Filme insgesamt stehen und davon haben wir 2 gesehen. Und deswegen, jetzt kommen wir ja schon langsam wirklich in die Kategorie. Königsdisziplin, ja. Genau. Dann starte ich jetzt mal noch mit einem Film aus dem Iran, der heißt Perry's Little Party.
Und das ist wieder einer aus der Kategorie, der ist ein bisschen schwermütiger, ein bisschen dramatischer, ist schon fast eine Tragödie eigentlich, gezeigt wird in Schwarz-Weiß-Bildern. Und ich bin ja schon ein Schwarz-Weiß-Fan und ich finde die Kontraste immer sehr schön und das macht dieser Film hier auch, vor allen Dingen, weil auch ein weißes Brautkleid eine Rolle spielt. Und gezeigt wird das Schicksal einer jungen Frau, die während Corona ihren Geliebten verloren hat. Und ja, da, das wird gezeigt, mehr will ich auch gar nicht verraten. Der hat mich echt auch mit seiner Ebene, mit seiner künstlerischen Ebene und auch mit seiner Thematik abgeholt. Klingt interessant. Das wäre übrigens ein Film, der auch bei mir auf der Liste stand. Ich habe ihn aber nicht geguckt. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht. Aber Hast ja noch egal. die Möglichkeit. Ja, ich habe noch die Möglichkeit. Wie gesagt, ihr auch, bis zum 31. Mai könnt ihr das noch nachholen. Unified Filmmakers Festival im Internet. Gut, ich mache weiter. Ich bin zurück in Deutschland und habe mir den Film Run, Girl, Run angeguckt. Und das ist ein Film, ich dachte, als der anfing, so, oh Gott, nein. Weil der halt so aufgemacht ist wie diese Desktop-Horrorfilme hier, Unknown Strangers, wo du halt eben alles aus dieser Desktop-Perspektive siehst. Und es geht darum, dass eine junge Schülerin alleine zu Hause ist und ihre Lehrerin anruft, weil in ihrem Garten ein maskierter Mann steht. Und die Lehrerin, die anscheinend in der Nähe wohnt, macht natürlich das, was jede engagierte Lehrerin tut. Sie ruft nicht die Polizei, sie rennt einfach zu der Kleinen hin. Und was ich an dem Film mochte, ist, also seine Kernidee ist eigentlich, die habe ich schon öfters gesehen, also wie ich schon sagte, dieses Desktop-Thriller-Ding ist mittlerweile auch ausgelutscht. Aber es gibt am Ende so einen schönen Kniff. Einen wirklich schönen Kniff. Und der hat mir sehr gefallen. So sehr sogar, dass ich dachte, okay, deswegen wirkte der Film am Anfang so bekannt. So, also das ist eine Regisseurin, ich habe den Namen jetzt leider nicht aufgeschrieben, ich bin nicht gut vorbereitet, ich weiß. Dass der ganze Film halt zu Beginn halt wirkt wie so ein Thriller, so ein Horrorfilm. Und dann aber zum Schluss, so in den letzten 2 Minuten, der insgesamt, glaube ich, 11 Minuten halt doch so ein Dreher hat. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Und muss sagen, Chapeau, das war mit einer der größten Überraschungen, die ich in letzter Zeit in einem Film, egal ob Kurz- oder Langfilm, gesehen habe. Und ich finde auch, dass am Ende des Films auch eine sehr klare Botschaft steckt, wenn es so um das Thema Corona-Helden geht. Und ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil guckt's euch selbst an. Ich hatte auf jeden Fall mit Run Girl Run wirklich meine Freude, auch wenn ich am Anfang dachte, oh Gott, was für ein Scheiß. Auch wieder auch interessant, also mein Horrorfilm quasi. Ja, genau. Also wirklich, er ist zu, ich würde sagen, 80% seiner Laufzeit ist es so ein Thriller-Horrorfilm, ja. Du, ich habe jetzt eine Überraschung, ich bleibe nämlich in Deutschland. Endlich. Der verlorene Sohn kommt nach Hause. und zwar beim Film Quarantine Calls oder Quarantäneanrufe. Und der zeigt so ein bisschen verschiedene Videocalls, wie in dieser einen hier Modern Family Folge, wo sie alle online sitzen und dann wäre, also ist, oder im Grunde auch wie der Horrorfilm, nur halt kein Horror, sondern eher Komödie. Und also es gibt einen jungen Mann, der da in der Hauptrolle ist und der irgendwie so, ja, in Anführungszeichen Influencer ist oder so schon seine Tipps gibt, wie man durch die Quarantäne kommt und durch die Zeit kommt. Und der telefoniert nebenbei immer mal mit seiner Schwester oder mit seiner Mutter oder seinem Chef und so weiter. Und irgendwann verschwimmen so die Tage und ja, es wird so gezeigt, wenn man die Orientierung verliert. Hey, hatten wir nicht erst gestern geredet oder so? Ist es schon so lange her? Oder wie man sich beschäftigen kann? Und dann kommen da ganz viele witzige Ideen rein und auch, was weiß ich, das Thema sinnlose Diskussionen in Social Media, weil alle zu Hause sind oder was weiß ich. Oder, also der verkörpert ganz toll diese, ja, weiß ich nicht, Orientierungslosigkeit, die man vielleicht mal hat, wenn man sagt, ja, also fünfter Tag jetzt im Lockdown, ich weiß nicht, ob Mittwoch oder Samstag oder was auch immer ist. Und das macht der, finde ich, ganz toll. Und dann gibt's noch so ein kleines Schmankerl, denn wir haben hier für alle, die die Netflix-Serie Dark
mögen oder kennen und ich bin ja ein großer Fan davon. Es gibt hier einige Gastauftritte, manche so ein bisschen offensichtlicher. Also auch ein Charakter aus Dark tritt hier quasi mit auf, aber auch manche so ein bisschen versteckter, wo ich dann erst im Nachhinein entdeckt habe, oh, krass, das war ja der. Und das fand ich, das hat mir zumindest noch den extra Daumen nach oben gegeben. Finde ich toll, mich hat er jetzt echt gut unterhalten und ich hatte echt Spaß damit, auch wenn ich am Anfang so ein bisschen die Befürchtung hatte, aha, jetzt sehen wir halt nur die verschiedenen, also die Anrufe halt. Aber da hat man gut, da hat man diese Situation oder diese Machart sehr gut genutzt, um daraus was zu basteln. Sehr schön. Okay, klingt wirklich schön. Wobei ich Dark nie gesehen habe. Aber okay, gut. Ja, aber die Aber es sind freut mich, das. dass du auch dem deutschen Film eine Chance gibst. Ja, und wir haben ja dann später auch noch einen aus Deutschland. Ja, stimmt. Gut, dann mache ich mal weiter. Mein nächster Film, den ich auch sehr schön fand, ich hoffe, ich kriege den Titel jetzt richtig auf die Reihe. Boom Peng Pensioniers. Dauert ungefähr 10 Minuten. Und warum ich den Film toll finde, liegt an allererster Stelle an seiner Prämisse. Es geht nämlich darum, ein älteres Ehepaar, ich würde die beide so um die Anfang Mitte 60 schätzen, hat den Lockdown voll erwischt, als sie beim Kreuzfahrtschiff sind und sind seit 4 Wochen auf diesem Kreuzfahrtschiff gefangen. Und das ist eine sehr schöne Idee alleine. Und die sind halt eben dazu verdammt, in ihrer Kabine da zu hocken. Und sind halt recht offen für Verschwörungstheorien. Und das, finde ich, ist eine schöne Idee, weil der Film es schafft, innerhalb dieser kurzen Zeit dir klarzumachen, klar, wenn man da irgendwie so in Anführungszeichen gefangen ist, dann wird man recht schnell offen für solche Verschwörungskacke. Und das war wirklich ganz hübsch. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Es war ein schöner Film, schöne Idee, tolle Darsteller. Die Darstellerin kannte ich auch irgendwoher. Ich glaube, die spielt in irgendeiner RTL-Serie mit Unter uns, gute Zeiten, schlechte Zeiten, irgendwie sowas. Deswegen meine Empfehlung: Boom Peng Pensioniers. Komischer Titel, durchaus auch komischer Film, aber vor allem sehenswerter Film. Kann ich empfehlen. Ich glaube, über den Titel bin ich auch gestolpert. Gut. Ich reise noch mal kurz aus Deutschland aus. Ach, war ja so klar. Aber ich komme dann auch noch mal zurück. Aber jetzt erst mal nach Kanada zum Film How to Be at Home. Ich mag den Titel jetzt schon. Quasi ja ein Tutorial. Nein. Also, das ist ein Stop-Motion-Film quasi. Und man sieht die ganze Zeit, wie irgendwie so ein Buch, wie in einem Buch geblättert wird. Und dann, ja, kommen irgendwie, also dann sieht man die Stop-Motion eben auf diesen aufgeschlagenen Buchseiten und dann kommen ganz viele gemalte Bilder und so. Und ja, letztendlich ist es einfach das, wie man ja vielleicht zu Hause ist und da eben. Was man, nicht so richtig, was man machen kann, aber wie man sich nicht unterkriegen lässt oder so, oder rausgehen, um die Natur zu genießen, das ist ganz schwierig, weil im Grunde ist das, also sind das Gedichte über Leben und Tod, über alles Mögliche. Dieses Voice-Over, was da drüber liegt, das fängt irgendwann, das liest die Gedichte vor und fängt dann fast an, irgendwie zu rappen, hatte ich manchmal das Gefühl, weil sie denn das so schnell vorliest und mit den Bildern zusammen, das hat mir ganz sehr gefallen. Das ist auch wieder mehr so ein, auch wenn es sich eben mit Leben und Tod beschäftigt und so weiter, sehr lebensbejahend und auch irgendwie so aufmunternd, weil es halt auch ein bisschen bunter ist mit den Gemälden da und ein Film, der auch so um die 5 Minuten geht und den man sich einfach mal für so eine Brise gute Laune oder für so eine Brise auch ein bisschen nachdenklich, ja, einfach mal anschauen kann. Okay. Also klingt auch echt interessant. Das ist, glaube ich, einer der Filme, die ich jetzt noch nachholen werde. Gut. Bin ich wieder dran und Jo. Überraschung, ich bin in Deutschland unterwegs. Und dieser Film, den habe ich sogar gewotet, also für den habe ich gewotet. Und der heißt The Mission. Und es ist kein Actionfilm, das sei gesagt. Sven schaltet den Podcast ab. Ja, genau. Grüße, Sven. Tut mir leid, ein kleiner interner Gag. Ja, The Mission, worum geht es? Oder was ist The Mission? The Mission ist eine Komödie.
eine 11-12 Minuten lange Komödie und wir sehen halt einfach eine junge Mutter, die nach Hause kommt und glaubt, sie hätte alles unter Kontrolle, bis ihr dann eine Freundin sagt, sag mal, habt ihr die Hausaufgaben vom Homeschooling schon abgegeben? Die müssen um 12 Uhr raus. Und dann merkt Mama, scheiße, wir haben die Hausaufgaben noch nicht gemacht. Und hat noch eine halbe Stunde Zeit, diese Hausaufgaben mit ihrer Tochter zu machen. Es ist Mathe und ich hasse Mathe, deswegen kann ich da komplett mitfühlen, dass diese arme Frau, dieses arme Kind es nicht gebacken bekommen. Und diese Mutter versucht jetzt alles, um irgendwie diese Hausaufgaben zu bekommen. Und das artet dann aus in einer Reihe von sehr lustigen, sehr kurzweiligen Situationen. Das geht teilweise auch so ein Slapstick rein. Und was ich einfach unglaublich schön fand, ist, dass dieser Film beweist, dass man kann aus der aktuellen Lage auch eine Komödie machen. Dieser Film macht sich zu keiner Zeit über die Opfer lustig, gar nicht. Es geht einfach nur, dass die Situation an sich ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Und ich finde, das tat gut. Mhm. Und ich fand's lustig. Es war wirklich eine unglaublich erfrischende, gut kurzweilig bei 11 Minuten ist auch klar, Komödie. die ich wirklich sehr genossen habe. Und ich habe sie auch zum richtigen Zeitpunkt geguckt, denn davor habe ich diese beiden Tanzfilme, diesen Film Mittagsschlaf geguckt und da war ich schon so ein bisschen so, oh Gott, so viele Künstler auf einmal. Und dann kam The Mission wirklich zur rechten Zeit. Deswegen hat The Mission mein Herz erobert, will ich ehrlich sein. Chapeau an The Mission, vielen Dank an die Macher. Ihr habt mir wirklich wunderbare 11 Minuten beschert. Oh, sehr schön. Jetzt bin ich auch hooked. Es ist sowieso so ein bisschen auffällig, dass irgendwie, also ist mir auch schon bei meinem Ranking aufgefallen, dass so die etwas ja lockeren oder so Filme dann doch ein bisschen weiter oben stehen irgendwie. Ich weiß, keine Ahnung, weil man sowas vielleicht auch eher jetzt sehen will oder was weiß ich. Kann durchaus sein. Also natürlich kann man da jetzt argumentieren, ja, aber die gehen nicht so in die Tiefe wie die anderen. Aber ich finde, dass man mit der Komödie ja auch viele Aussagen kann. Mhm. Und das fand ich eben auch schön bei The Mission. Natürlich geht es auch um Corona. Es wird aber auch so ein bisschen dieses Thema aufgemacht, dieser Helikoptereltern. Mhm. Ja, weil im Prinzip, es sind halt nur Hausaufgaben. Wenn du die halt nicht abgibst, dann hast du halt einmal nicht Hausaufgaben gemacht. Es gibt Schlimmeres, ganz ehrlich. Aber wie diese Frau oder diese Schauspielerin wirklich versucht, händeringend diese Hausaufgaben zu bekommen, ist halt, fand ich einfach nur echt amüsant. Okay, so. Wir haben noch zwei Filme übrig, wenn ich das jetzt richtig koordiniert habe. Richtig, und die haben wir zusammen gesehen. Wup, wup. Ja, genau. Und ja, sie werden auch, glaube ich, so mit am Ende von meiner Liste, wenn man es jetzt so ein bisschen aufgesteigert, zumindest für mich, vielleicht auch nach Unterhaltungswert irgendwie aufgestaffelt hätte. Wir haben noch einen Film aus Deutschland und einen aus Italien. Ja, solange du den italienischen Film benennst, weil da habe ich mir nur aufgeschrieben, italienischer Kurzfilm und nicht den Titel, deswegen bin ich da jetzt ein bisschen... Pass auf, wir fangen mit dem Deutschen an. Ja. Der heißt Crapona Rolls Plays. Und ich würde sagen, das ist einfach, also natürlich ist es ein Film, aber ich würde das sagen, es ist mehr eine Art Spielerei. Ich habe mir hier der erste Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, Hauptdarsteller, Klopapierrolle. Ja, genau. Ungelogen, guckt euch diesen, glaube ich, 4 Minuten langen Kurzfilm an und ihr werdet Klopapier mit ganz anderen Augen sehen, wirklich. Es ist herrlich, also wirklich, das war auch so eine kurze, aber sehr, sehr fantastische Brise, die man da einfach mitgenommen hat. Sehr schön. Also die Filmemacher haben eigentlich nur, ich glaube, es ist so eine Stop-Motion, ist es, glaube ich, das sie benutzen. Ne? Ja, und da wird halt ein Klopapier zu einem Plattenspieler, ein Filmprojektor, zu Kopfhörern, etc. pp. Und meine liebste Szene in diesem Kurzfilm war halt wirklich diese Eier. Ne? Man muss, glaube ich, klar sagen, dass dieser Crapona Rolls Plays kein wirkliches Narrativ hat. Wie ich schon sagte, es ist mehr so eine Spielerei. Aber das ist eine sehr kreative Spielerei und fand das wirklich schön, was sie da gemacht haben. Habe ich auch sehr genossen, den Film. Ja, definitiv. Man sieht auch die Arbeit, die da reingeflossen ist mit diesen verschiedenen. Auch das einfach mit Klopapierrollen zu machen, das war halt auch schon so. Ja, wirklich, das war wirklich schön.
Ich will auch gar nicht wissen, wie viel Arbeit da drin steckte. Ich glaube, das sieht halt sehr einfach aus, aber ich glaube, dass sie sich echt den Arsch abgeschuftet haben dafür. Arsch abgeschufte Klopapier. Verstehst du? Jeder, der eine Klopapierrolle zu Hause hat, kann ja mal versuchen, so die ersten Sekunden danach zu ahmen. Ich glaube nämlich schon, dass das richtig viel Arbeit ist, die da drin steckt und die man vielleicht, keine Ahnung, während des ersten Lockdowns oder so mal gehabt hat. Ja. 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 Also da würde ich auch sagen, von uns beiden sogar eine Empfehlung. Ne? Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Film, den wir auch mal geguckt haben, aus Italien. Bitte, Paul. Ja, der Film heißt Nuovo Cinema Paravirus Virus. Und es geht um das Kino zu Zeiten von Corona oder ja, so ein bisschen die Reflexion darauf. Eigentlich ist das ganz einfach, denn gefilmt wird die ganze Zeit über ein Tisch mit einem Bildschirm und auf diesem Bildschirm, da flimmern so ein paar Filmausschnitte aus bekannten Filmen und ja, und dann rund um den Bildschirm verändert sich so ein bisschen das Ambiente mit verschiedensten Plakaten, Büchern und so weiter, was immer mit dem jeweiligen Film zu tun hat oder so. Und dann gibt's ein Voice-Over mit der Stimme des Kinos. Ja, und dann wird ein bisschen reflektiert, dann werden Fragen aufgeworfen. Und das war auf jeden Fall ein Film, der mir sehr gut gefallen hat. Ich wurde nicht ganz so abgeholt, will ich ganz ehrlich sein. Mir war es einfach eine größte Zeit lang einfach ein bisschen zu pathetisch, würde ich fast schon sagen. Also du siehst halt immer diesen Tisch und da liegen halt DVDs, Poster, Bilder und Bücher halt zu dem Filmemacher oder Filmemacherin, zu der den Film du gerade siehst, ne? Also was habe ich, Wenders war dabei und Bergmann etc. pp. Also schon eher so die cineastische Hochkultur, um es mal so zu sagen. Also ihr werdet da jetzt keinen Steven Seagal oder so sehen in diesem Kurzfilm. Wobei, das hätte ich gefeiert, wenn zwischen Bergmann und Wenders war so Steven Seagal. Das fände ich, glaube ich. Und ich weiß nicht, ich will gar, das klingt jetzt sehr hart, aber irgendwie fand ich, dass von allen Filmen, die ich gesehen habe, dass das der Film war, wo der wenigste Aufwand drin steckte. Also das klingt hart, aber ich, im Prinzip sitzt halt ein Typ, filmt seinen Tisch und den Fernseher vorm Tisch. Und dann macht er einen Cut und dann dekoriert er halt wieder alles um und dann filmt er wieder und dazu halt noch dieses Voice-Over, was mich auch nicht abgeholt hat. Deswegen war ich eher ein bisschen enttäuscht. Es war jetzt, also ich habe es verstanden, was der Film von mir wollte und seine Aussage fand ich auch gut und richtig und ich vermisse das Kino auch. aber irgendwie weiß nicht, hat es mich einfach nicht so richtig abgeholt, will ich ganz ehrlich sein. Für mich hat es voll gezündet. Es war auch, war klar. Ich glaube, das war der erste Film, den ich gesehen habe, ganz einfach, weil Cinema im Titel stand und ich sofort, yes, der wird geguckt. Und ich fand es halt auch so schön, dass das nicht nur... Das ist auch mein erster Film. Dass das nicht nur random Filmszenen oder so war oder dass diese Filmausschnitte eben irgendwie zufällig gewählt waren, weil das fand ich nicht. Und erst hast du eben, ja... Du kannst jetzt noch tiefer auf die Bilder, auf die Filme oder so eingehen, die dort gezeigt worden sind, aber du hast halt erst oberflächlich gesehen, erst hast du kalte und distanzierte Bilder und dann, und das stimme ich dir zu, der ist gerade zum Ende hin ja schon sehr pathetisch und auch so ein bisschen überrumpelnd, wenn er dann nur noch Umarmungen und so weiter zeigt. Aber ich finde, das habe ich, weiß ich nicht, ob es in dem Moment gebraucht habe, ich habe diese filmische Umarmung einmal so kurz gebraucht und deswegen hat er mich vielleicht gesehen und wie gesagt, in 5 Minuten ist das Ding auch schon wieder vorbei, also es war jetzt nicht, dass es dir Dauer um die Ohren oder um die Augen geworfen wurde, mich hat das, also ich fand ihn richtig, richtig gut. Also ich fand ihn jetzt auch nicht scheiße, also bitte nicht falsch verstehen und dass ich jetzt gesagt habe, da steckt wenig Aufwand drin, ich war vielleicht jetzt nicht so toll gesagt, aber ich hatte einfach so das Gefühl, dass da irgendwie, weiß nicht, das war mir zu wenig tatsächlich. Es ist auf jeden Fall mit die einfachste oder eine
Ja, man kann schon fast sagen, platte Aussage, die man den, und ich stimme dir auch zu mit diesem Aufwand und so. Also ich glaube, in dem Klopapierspiel hat, in dem Klopapierfilm hat mehr Aufwand gesteckt als in diesem Film. Weil im Klopapier musste halt bei Submotion musste immer wieder so das Bild fotografieren und so, und hier dekorierst du halt die Tische um und schneidest es dann in die richtige Reihenfolge, so wie du es haben möchtest. Ja, ich glaube, mein größtes Problem mit dem Film war einfach, er tut, als ob er was fürs Herzen will, aber dafür ist er mir zu verkopft. Ich glaube, das ist so ungefähr das Problem, was ich mit diesem Film habe. Aber nochmal gesagt, das ist kein schlechter Film. Er geht auch, glaube ich, wie gesagt, nur 4-5 Minuten. Das heißt, kann man sich auf jeden Fall angucken. Aber wurde nicht so abgeholt wie du, was ja okay ist. Ja. Ne? Gut, mein Lieber, wir haben es geschafft. Dafür, dass wir im Vorgespräch gesagt haben, ja gut, mehr als 20 Minuten werden es nicht, sind wir jetzt doch noch gut ins Eingemachte gegangen. Es war mir eine große Freude, mit dir über diese diversen Kurzfilme zu sprechen. Ja, was ihr da draußen schön. Denkt dran, www.unifiedfilmmakers.com, da könnt ihr alle Kurzfilme bis zum 31. Mai sehen. Ihr könnt dreimal abstimmen, glaube ich, und dann mit euren Stimmen den jeweiligen Film mit etwas Glück zu dem Filmfestspiel in München bringen, wo der Film dann eventuell auch noch einen großen Preis gewinnt. Ich werde auf jeden Fall die Tage noch mal ein paar Filme nachholen. Ich finde, das ist sehr schön. Vielleicht sieht man da ja Filme von Filmemacher, Filmemacherinnen, die in ein paar Jahren richtig große Nummern sind. Wer weiß. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ihr den Telestammtisch gerne folgen könnt bei Spotify und allen anderen Dingern im Internet, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns auch gerne bei zum Beispiel iTunes eine positive Wertung da lassen, weil wir es verdient haben. So ehrlich wollen wir sein. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und Paul, dir gebührt das letzte Wort. Ich sage auch nur noch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.